fügt sich hier, liebe Schwestern und Brüder, im Buch Genesis, in der Josefsgeschichte, einfach alles zum Guten. Ein tränenreiches Wiedersehen im Spielfilm. Es wäre zu schlicht. Die Heilige Schrift ist genauer und sie ist damit menschlicher. Sie gibt die Vielschichtigkeit des menschlichen Lebens wieder. Sie zeigt, wie Josef, obwohl er in einer großen Stellung ist, nicht einfach von Beginn an großzügig ist, zur Versöhnung bereit. Sie zeigt nach wie vor misstrauische Brüder, die nach und nach erst Schritt für Schritt ihre Lektion lernen. Und schließlich zeigt sie Versöhnung, die brüchig ist. Unsere sehr zusammengeschobene Lesung aus geradezu zwei Kapiteln der Genesis enthält uns diese Nuancen zuweilen vor. Wir hören, wie Josef seine Brüder hinhält, sie im Ungewissen lässt, sie geradezu bis zum Äußersten anspannt mit seinen Forderungen. Das kann man nicht nur nennen, auf die Probe stellen. Können wir sagen, dass es ihm eine gewisse Genugtuung verschafft, sie so zappeln zu sehen? Aber schließlich gibt er nach. Er gibt sich zu erkennen. Das hat eine Voraussetzung. Die Voraussetzung ist, dass dem Josef selber zwei Söhne geboren worden sind. Das ist sozusagen die Grundlage seiner Versöhnungsbereitschaft. Und die Brüder haben ihre Lektion gelernt. Sie wollen den jüngsten Bruder der zweiten Mutter, der noch übrig geblieben ist, der Mutter Josefs, schützen. Sie sehen ein und sie sagen es teilweise auch, was sie mit dem anderen Bruder Benjamins getan haben, wie sie an ihm schuldig geworden sind. Und wir sehen auch, dass die Heilige Schrift nicht einfach irgendwie ein Happy End kennt. Denn der alte Vater ist keineswegs begeistert über diese Nachrichten. Er kann dem gar nicht recht trauen. Aber die Brüder lernen. Sie lernen am Schicksal. Sie müssen mehrere Wege hin und her gehen, bis sich Josef, ihr Bruder, schließlich zu erkennen gibt und zum Retter wird. Aber damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Die Brüder haben Angst, dass wenn ihr Vater tot ist, den sie nach Ägypten schaffen, der zunächst gar nicht will, denken, das sind irgendwelche wilden Fantasien, die ihm die Brüder da erzählen. Sie haben Angst, dass Josef sich ändern könnte, dass er sich gegen sie wenden könnte. Wir sehen, wie nach wie vor, trotz aller Versöhnung, wie brüchig das ist und wie langsam sich das Leben trotz aller Versöhnungsbereitschaft heilen lässt. Deshalb ist der Prozess nachher der Heilung viel langwieriger als der Prozess, wenn die Dinge in die Brüche gehen, wenn die Risse entstehen, wenn einander die Wunden geschlagen werden. Das ist in der Regel schnell, hart, brutal. Der Weg der Heilung dauert länger. Der Weg der Heilung ist sehr verschlungen. Hier unsere zusammengepresste Lesung erweckt diesen Eindruck, als wäre das alles so von heute auf morgen, als ging das alles so schnell. Das mag bei denen, die diese Lesung zusammengestrichen haben, der Fall sein. Aber im wirklichen Leben und in der Heiligen Schrift, die sehr nah am wirklichen Leben ist, ist dem nicht so. Wunden verheilen langsam. Wunden, die geschlagen wurden und Misstrauen geschafft haben, brechen immer wieder auf. Die Gefahr besteht. Sie heilen auch nie vollständig, sie vernarben. Und selbst die verheilten Narben erinnern an das, was war. Wir erwecken manchmal im Rahmen, wenn wir von christlicher Versöhnung sprechen, den Eindruck großer, großer Oberflächlichkeit. Wir sagen dann einfach, ach ja, vergessen.
und überspielen die Narben, die Wunden, die bleiben. Natürlich sollen wir immer und überall zur Versöhnung bereit sein. Aber die Narben bleiben. Wir sollen an ihnen lernen, an den Narben. Wir können sie nicht einfach abstreifen. Jeder, der einfach nur sagt, als Christ muss man vergessen und man muss verzeihen und dann ist alles gut, ist ein Dummkopf. Es braucht Zeit. Es braucht Erfahrungen der Heilung. Wunden verschwinden nicht einfach. Sie vernarben. Und sie erinnern uns an etwas, an dem wir wachsen können, nach und nach. Wie hier das missbrauchte Vertrauen der Brüder Josef gegenüber, es braucht ein ganzes Leben, bis es nach und nach in das Stadium kommt, dass man einander wieder annähert, dass man einander vertraut. Und wir hören im Buch Genesis, als der Vater stirbt, dass die alte Angst wieder aufbricht. Was wird er jetzt tun? Wird er sich noch an sein Wort erinnern? Josef bleibt bei seinem Wort. Die geschenkten Kinder, diese Erfahrung, diese heilende Erfahrung, sind ihm eine große Hilfe. Das Wiedersehen mit seinem jüngsten Bruder ebenso. Aber all die Versuchung, all das Schwierige, das darin steckt, wir sehen, wie die Heilige Schrift das nicht überspielt. Hier gerade dieses Buch Genesis, gerade die Josefsgeschichte zeigt uns, wie lebensnah die Heilige Schrift ist. Wie sie nicht einfach so eine Schwamm-drüber-Ideologie hat, die ohnehin im Leben nie funktioniert, sondern wie geschlagene Wunden langsam heilen, allmählich vernarben und gerade in ihrer Narbe sichtbar bleiben. Aber mit diesen Narben leben zu lernen und dann den Weg weiterzugehen, um neu anzufangen, nicht indem man die vergisst, sondern gerade mit den Narben zu leben und aufeinander zuzugehen, das ist die Kunst, die uns die Josefsgeschichte lehrt.